Ja, herzlich willkommen zu Tropico 5, der 15. Mission, und wir sind immer noch dabei, die Welt zu vereinigen. Jetzt wollte ich mal gucken, das war Olympia. Okay, wir sind bestens auf die Tour. Ja, okay. Okay, gut. Dann los. Also was wir jetzt auf jeden Fall weiterhin noch brauchen, ist weiteres militärisches Lager am besten. Und was wir auch zusätzlich brauchen, zufriedene Bürger. So, da ist was Vor hochgebracht. uns liegt ein neues Zeitalter des Wissens. Weiß ich noch nicht. Das ist aktiv, das ist auch aktiv. Kriegsrecht stoppt Wahlen, senkt Kriminalität, Freitourismus, Unruhen erhöhen sich bei den Kraft in je und in jedem folgenden Jahr. Ja, das werden wir machen. Weil wir Was so. haltet ihr von diesem Kriegsrecht, liebe Mitbürger? Erst habe ich mich wie ein eingesperrter Tiger gefühlt, aber jetzt sehe ich's positiv. Es ist gar nicht so schlecht. Ich kann Zeit mit Alex, meinem Schussalligator, verbringen und meine durchschnittliche Beziehungslänge hat sich verdoppelt. Ja, und ich gehe auf Kriegsrecht, weil ich sowieso ständig angegriffen werde und ich kann eigentlich im Moment keine großartigen Wahlen gebrauchen. So, das tun wir mal erhöhen. Das auch für alle. So, ich halt die Steuerungstaste gedrückt, dann werden alle Gebäude beziehungsweise alle, die ich gebaut habe für den jeweiligen Bereich, wenn dann na, der Budget wird dann erhöht. So. Aber wir brauchen dringend ein weiteres Armeelager. Das müssen wir mit Hochdruck bauen. Bin mir noch nicht sicher, ob ich. Ja, ich gehe auf schneller Bau. Ich brauche unbedingt mehr Panzereinheiten. So, was bauen wir denn noch? Ja, die Zufriedenheit der Bürger, das ist echt bescheiden hier. Hunderttausend heulen. Da ist irgendwo ein Aufstand gewesen, wo waren das jetzt? Hast du das gesehen? Mr. President, meine Analysen. Gott, Strom erhöhen. Da bin ich ja gerade dabei. Arbeitsplätze, Wohnraum. Wohnraum ist also schlecht. Wo ist er denn? Da, Wohnraum. So, das ist pro Gebäude. Wie schaut es denn krankenhausmäßig aus? Ist fast fertig, aber die brauchen wir so lange in dem Trakt. Bibliothek. Ja. Kleidungsexporte sehe ich gerade. Da brauchen wir auf jeden Fall die
Modegeschichte und die werden wir hier hinbauen. Da habe ich zwar einen langen Transportweg, weil die Textilfabrik ist hier hinten, aber ich habe einen schnelleren Weg hierher und das ist also sowieso nicht ausgelastet hier, das Ding. Das ist natürlich ein Haufen Geld. Ne. Also das ist ganz, ganz gefährliches Pulverfass zurzeit. Arbeitsplätze ist auch down. Was haben wir denn an Arbeitslosen? Oh, 30 Stück. Unterer Bereich, unteres Lohnniveau. Da müssen wir auch was tun. Da können halt 8 Leute schaffen. Das ist halt schon ein Unterschied. Auf jeden Fall machen wir was mit Mais als erstes mal. Dum. Halt. Erst hier mal das Bürokomplex. Das braucht dringend Wohnhäuser in der Nähe, damit es auch Geld erwirtschaftet. Okay, da sind schon mal ein paar Leute da. So ein Agent sollte man eher in die Farm einsetzen, weil da sind ja immer ein Haufen Leute, oder? Wo es auch was zum Entdecken gibt. Steigert das eigentlich irgendwas? Nö. Ein Hauswirt erhöht die Wohnqualität. Den brauchen wir irgendwo hier unten. Und zwar. Na, Präsidente, fällt es Ihnen schwer, Verbündete zu finden? Ja. Ich konnte einige rekrutieren, denn es gibt ein paar Einflüsse. Also Ankündigung, dass es noch mehr Invasionstruppen geben wird. Was haben wir gesagt? Hauswirt. Wird die Wohnqualität erhöht. Merke aber nichts davon. Vor uns liegt ein neues. Ja, ich bräuchte mal Geld. Ich bräuchte vielleicht irgendwas Kasernenmäßiges noch. Muss erst mal lang. Arbeitsplätze. Die Unterhaltung, ey, wieso ist denn die Unterhaltung so schlecht? Magnat. Du
Machen wir so ein Magnet. Ne, was war das? Es war Berühmtheit, ne? Ja. Und ah, da sind sie schon wieder. Ergebt euch und lebt! So, macht ihr die jetzt mal alle da platt? So, da oben verliere ich immer mehr Einheiten. Wo fährt denn? Erwarte ihre Befehle. Was fährst du da weg? Wieso bekämpfst du den? Das ist ein der letzte Mist, die Kämpferei, ey. Da lieber gar nichts machen, ey. Ich kann da jetzt auch nicht ständig mit dem Flieger reinrumpeln, weil ich glaube, meine Wann Truppen werden dann greifen wir genauso an? beschädigt. So wendet sich das Blatt. Das ist ein Mist mit der. Also, das Kampfsystem ist total für den Allerwertesten. Das ist echt ein Quatsch, ey. Da lieber gar nichts machen, ey. Da haben wir jetzt auch schon mehrmals deswegen aufgeregt. So ein Quatsch. So, wie guckt's denn hier aus? Da wird die Uni langsam fertig. Das Modeding läuft. Ein bisschen preisen. Ja, ich bräuchte noch ein. Feuer frei ist aber nicht. Oder habe ich da irgendwas verpasst? Ach so, der feuert ansonsten nur dann, wenn er auch sicheres Ziel hat. Ja, ich werde aber trotzdem jetzt mal langsam Richtung Mission gucken, auch noch nebenbei. Und zwar brauche ich ja noch dieses Medium-Dings da Bums da und das setzen wir auch irgendwo hier oben rein. Mal wie ihr seht, ist das ein bisschen dunkelrot. Wieso kann ich das nicht da einsetzen? Oh, sollte hier hin. Gut. Da könnten wir vielleicht noch ein Gebäude hinsetzen. Da ist nämlich schon wieder großer. Eins. Oh, Gott sei Dank, ey. Ich glaube, ich hab's im Griff mit der Invasion. Ja, Invasion abgewehrt. Aber so wie ich die Dias einschätze, wird es wahrscheinlich mit noch mehr Truppen kommen. Deswegen müsste ich da bei Gelegenheit auch nochmal ein weiteres Panzerdepot bauen. Also das ist der Wahnsinn, was man da an Armeeeinheiten braucht. Aber vorher brauchen wir erstmal wieder Geld und Geld haben wir im Moment gar keins. Laufen eigentlich meine Exporte noch? Ah, die Zufriedenheit nimmt aber rapide was. Wieso nimmt die so schnell jetzt ab? Arbeiterschaft. Guten Tag. Verbrecherfürste, hm? Huh?
Was ist denn? Oh. Schaut ein wenig dünn aus. Also Eisenerz haben wir so gut wie gar keins mehr. Und ich habe auch keine andere Mine mehr hier. Deswegen müssten wir das Eisen importieren. 1048. Jo. So, da sind auch Leute drin und arbeiten fleißig. Zuchtbecken, genau. Bisschen da Effizienz erhöhen. Schaut's mit meinem. Das ist auch wieder so ewige Baustelle. Das werden wir aber jetzt auch beenden. Und zwar werde ich dann jetzt noch zusätzlich ein Baubüro bauen. Und das auch auf schnell. Und ein Transportbüro. Werden wir da noch hinklatschen. So. Häuschen. Setzen wir mal solche hin. So. Zufriedenheit sinkt immer noch rapide. Religion müsste man was tun, gut. Religion. Oh, was Kleineres. Schaut's denn hier mit da oben in der Kirche? Setz mal die hier rein. So, haben wir noch irgendwo Kirchen? Mal gucken. Kirche. 4 Stück. Ach, da ist eine. Und da wird da oben auch noch irgendwo eine sein. Oder da? Da ist eine. Präsident! Die Nationalisten sind stolzer als je zuvor, Tropicana zu sein. Dann nehmen wir Polizeiwachen. Ich glaube, ich habe aber noch Polizeiwachen als Reserve, oder? Na, da könnten wir mal langsam eine bauen. Jetzt kann ich da am Berg keine hinbauen, oder? Mach mal da eine hin. Machen wir sonst noch eine? Oh ja, da machen wir auch eine hin. Da machen wir auch eine hin, und zwar so, ist sie verbunden? Mal gucken. Ja. Scheint so, ne? Ja. Gut, was brauchen wir noch eine? So, da haben wir ein. Oh, da ist immer noch dunkelrot. Habe ich da nicht schon eine hingestellt gehabt? Und dann machen wir da drüben noch eine. So. Okay, wir sind bestens auf die Touristen.
Fernsehstation da aus. Ja, dann machen wir erstmal nur Telemarketing. Könnten überlegen, da eine rollende Schulterpanzer oder? Da habe ich mich verhört anscheinend. Gut. Ich habe nichts Vernünftiges zum Anziehen, deshalb freue ich mich riesig über die neue Modefirma in der Stadt. Es gibt nur ein Problem. Bevor ich die schicken Designerklamotten kaufen kann, muss ich irgendwie Platz im Schrank schaffen. General, was macht ein General? Aufstände. General, was macht denn der? So, wo war denn jetzt der Aufstand da irgendwo? Da. Präsident, Sie sind wie ein guter Vater der ganzen Nation Tropicus. Manche sagen vielleicht schon, dass sie zu gut sind. Ey, was ist los? Freiheitszufriedenheit um 20 Punkte? Was ist das für ein Quatsch? Wer wünscht sich denn sowas? Ja, muss ich jetzt mehr Militärgebäude bauen. Was ist denn mit der Religion jetzt plötzlich los? Wieso geht die so in den Keller? Also irgendwas stimmt hier gar nicht. Jetzt ging gerade eben die Religion ziemlich tief in den Keller rein. Das ist alles merkwürdig. Oh, wir haben keinen Strom mehr. Schlecht. Ist natürlich ganz schlecht, wenn das Gebäude auch niemals fertig wird. Mann, jetzt baut endlich das. Schon wieder. Bietet Religion. Wieso geht denn der Rumexport da nicht voran? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Hätten nur schon längst fertig sein müssen. Inländische Rebellenbedrohung niedrig. Bekannte Rebellen einer Militärloyalität mittel. Unruhen. Ja, aufgrund von was? So, schau. Ich grüße Sie! Dessen Hafenarbeiter lebt in der Mietskaserne. Und wegen was ist er grandig auf mich? Wegen nix. Umweltschützer.
Wenig Religion. Unser Eisenerzmine, habe ich gerade gesehen, dass die züchtig gemacht worden ist. Wenig Religion, ja, was soll ich denn machen? Ihr habt doch da eine riesige Kirche. Presidente, es ist anders. Erfüllt. Die Militaristen sind von ihrer Rücksichtslosigkeit beeindruckt. Das mit den kostenlosen Militärgebäuden kommt mir ganz gut, ganz gelegen. Kann man nämlich noch ein paar bauen. Eins dahin. Und das klatschen wir hier hin. Präsidente, ich bin... Zwei Universitäten habe ich auch mittlerweile Präsidente, schon. Präsidente, die Nationalisten sind stolzer als je zuvor, Tropicana zu sein. Schon wieder drei kostenlose Polizeiwachen. Oh, das war 8000 auf dem Schweizer Konto, leck. Ich hab gedacht, das ist... Präsidente, Sie sind wie ein guter Vater der ganzen Nation. So, Strom scheint jetzt im Moment mal wieder da zu sein. Ist aber auch noch nicht fertig. Jetzt können wir eigentlich Kleidungsexport anfangen. Stoff ist genug da. Wie schaut's denn eigentlich mit unserer Weiterbildung aus? Uni ist da, ist... Arbeitsqualität steigert um 10. Ich habe einen Gewerkschaftler. Wo können wir den denn einsetzen? Am besten in so einer Bude, wo es ziemlich bescheiden ausschaut. Hüttendorf. Da wische ich aber nur 3 Arbeitnehmer. Restaurants sind auch noch ganz wenig. Kakaoplantage. So. Da gibt es einen Gewerkschaftler für euch. Und damit die Arbeitsqualität auch besser. Ja, ist um 10 Punkte gestiegen. So, Geld haben wir auch ein bisschen in der Tasche. Wir brauchen jetzt noch den anderen Fernsehturm und da bin ich eher der Meinung, wir stellen ihn... Wo ist er? Dann aus. Einfach zu wenig Leute, die Bildung haben. So... Gesundheitsversorgung ist immer noch im Keller, das ist gut. Unterhaltung. Ja, das ist, ey, das ist... Die Mission, die ist echt heftig, finde ich. Da bist du ständig am Stellschrauben drehen. Und es bringt so gut wie nichts. Mal Strandanlage machen. Machen wir nur eine zweite dahin. So, da wohnt schon mal keiner drin, alles schlecht. Oh, die greifen schon wieder an, oder? Ja. Mehr habt ihr nicht drauf? Ja, Zeit abzudanken! Oh Mann, ist elendig.
Schaut's mit Eisen aus? Okay. Ich habe eine brillante Idee, Präsident. Wir müssen keine Kriege führen, um den Friedensnobelpreis zu gewinnen. Was soll ich denn mit... Hä? Ich habe eine brillante... Zeit abzudanken. Wir kämpfen auf den Straßen und am Strand gegen euch. Ist es nur mir so heiß oder liegt das am neuen geothermischen Kraftwerk der Insel? Weder noch, liebe Zuhörer. Das sind die Vorboten meines Traummanns, der jeden Moment durch die Tür spazieren wird. Traummann. Präsident, sehen Sie sich diese großen und beruhigenden... Schaut im Moment gar nicht gut aus. Wo sind meine ganzen Armeeeinheiten hin? Was sind denn schon wieder für eine Scheiße hier? So wendet sich. Ihr kämpft wie... Hey! Oh, das nervt. Das nervt nur. Ja, habt ihr sie bald mal, oder? Wir werden's euch zeigen! Hey! Das ist eine Mörderwelle, Präsident. Und sie kommt... Nein, schon wieder, ey. Noch, Präsident. Ich hätte nicht gedacht, dass wir diese riesige Flutwelle überstehen würden. Das ist wohl nichts, was es zerstört hat. So, die Invasion ist auch zurückgedrängt worden. Jetzt müssen wir nur ein paar Kellerchen auspumpen. Ist denn irgendwo was? Ja, wie läuft's mit der Modefirma? Da wird zwar kräftig, aber da geht nichts raus. Ah.
Ja, Strommist brauchen wir doch noch ein bisschen mehr, weil das ist hier schon wieder. So, ein Auftrag abgeschlossen. Ein von fünf. Ah! Eisen im Ausgang. Eisen für uns, wahrscheinlich. Da will auch keiner mehr arbeiten. So, und da werden wir jetzt mal was Hübsches hinstellen noch. Ja, ich würde sagen, damit belassen wir es erstmal für den Teil. Ups, was ist denn hier los? Während meines diplomatischen Besuchs im Mittleren Osten hat man mir ein Kamel zum Geschenk gemacht. Was für eine abscheuliche Kreatur! Sie hat meinen besten Hut gefressen! Das nehmen wir gern an, weil wir haben nämlich 81 Militärangehörige. Das hat sich mir gerade schon mal erledigt. Und somit habe ich auch Sie haben den Trop. den zweiten Auftrag schon erledigt. Das war relativ einfach. Ich möchte mal wissen, was da mit dem Rumexport los ist. So, und irgendwo streiken sie. Wo waren das jetzt da? Präsidente, wie Sie wissen, Sie. Geheimpolizei soll ich erlassen. Dann machen wir das halt auch, wenn ihr das unbedingt haben wollt. Tut doch alles für mein Volk. Ihr seid nicht ganz sauber. Sind auch keine Leute. Fachkräftemangel en masse. Das sieht man auch bei den freien Arbeitsplätzen. Nur 98 verfügbare Jobs. Aber alles überwiegend Highschool- und Universitätsjobs. Die wenigsten sind. Ja, da eine ist offene. Ja, da werden wir in der nachfolgenden Folge doch noch verstärkt in die Bildung investieren müssen. Aber das soll es jetzt wirklich verrückt gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.